das Bild trügt. Wir haben wunderbares Wetter, Frühling, eigentlich wenig Covid-Beschränkungen, aber wir hatten noch nie eine so herausfordernde Situation in den Vorarlberger Krankenhäusern. Wir haben bewusst formuliert dramatische Personalausfälle, wir haben dramatische Leistungseinschränkungen und vor allem eine sehr dramatische Personalbelastung. Ich darf in meiner Funktion hier stellvertretend stehen für alle Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiter der Vorarlberger Krankenhäuser, auch ein bisschen stellvertretend für die Familien, für die Angehörigen der Mitarbeiter, die hier auch viel an Belastung mittragen. Wir haben jetzt 2 Jahre Krisenmodus. Wir haben 2 Jahre Dauerbelastung. Wir in den Krankenhäusern bieten seit 2 Jahren eine Versorgung rund um die Uhr und haben jetzt für uns die 5. Welle in den Krankenhäusern und wie gesagt eine noch nie dagewesene Verschärfung der Situation. Ich darf wie immer mit Fakten dienen. Wir alle zusammen, das Krankenhaus Dornbirn, das Krankenhaus Maria Ebene, die Landeskrankenhäuser sind seit 2 Jahren eng miteinander verbunden und eng in der Zusammenarbeit in der Krisenbekämpfung. Erwähnen darf ich auch, dass wir im guten und engen Austausch sind mit der Politik, mit den Betriebsräten, mit der Mitarbeitervertretung, wie auch mit der Ärztekammer. Und das hilft uns bei der Pandemiebewältigung sehr. Heute haben wir aktuell 98 Patienten in den Spitälern, die mit Covid oder wegen Covid in den Krankenhäusern sind. Wir haben davon 4 auf der Intensivstation, 94 auf der Normalstation. Aber was uns jetzt in dieser 5. Welle, in dieser Omikron-Welle besonders belastet, ist das Thema der Personalbelastung, des Personalausfalls. Wir haben heute rund 400 Mitarbeiter, ich wiederhole 400 Mitarbeiter in allen Krankenhäusern des Landes Vorarlberg, die Covid-bedingt nicht am Arbeitsplatz sein können. Und zusätzlich haben wir 200 Mitarbeiter, die aufgrund eines sonstigen Krankenstandes nicht arbeiten können. Das heißt, wir sprechen von insgesamt 600 Mitarbeitern, die uns Covid- oder krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Man kann sich vorstellen, dass diese Zahl eine Riesenherausforderung ist, überhaupt den Regelbetrieb halbwegs aufrecht zu erhalten. Vielleicht darf ich zu Beginn noch 3 Daten nennen, die die Dimension dieser Covid-Geschichte der vergangenen 2 Jahre repräsentiert. Wir hatten insgesamt 3.400 Covid-Patienten in den Krankenhäusern, davon ungefähr 500 auf den Intensivstationen und leider auch 330 an oder mit Covid verstorbenen Patienten. Ich darf praxishalber für heute nur kurz, um bei den Fakten zu bleiben, das Krankenhaus Feldkirch, das Schwerpunktkrankenhaus des Landes Vorarlberg, in den Mittelpunkt rücken. Am Landeskrankenhaus Feldkirch, das wissen ja viele, sehr viele Disziplinen beheimatet, die es im Land nur einmal gibt. Und diese Disziplinen sind besonders wichtig. Dieses Krankenhaus hat es besonders hart getroffen. Wir haben derzeit mit heutigen Tag 200 Mitarbeiter, die Covid-positiv nicht in der Krankenanstalt sind und 100 Mitarbeiter, die aufgrund einer anderen Erkrankung nicht arbeiten können. Das heißt, eben 300 Personen fehlen heute aktuell im Landeskrankenhaus Feldkirch. Wir mussten daher den OP-Betrieb für diese Woche um 50% reduzieren. Eine Maßnahme, die bisher in keiner der Wellen notwendig war in diesem Umfang. Wir haben einzelne Betten oder Abteilungen auch geschlossen. Wir am Landeskrankenhaus Feldkirch retten uns von Tag zu Tag und es sind alle Bereiche betroffen. Beispielsweise auf der Anästhesie haben wir 16 Covid-positive Mitarbeiter, auf der Orthopädie Unfall 13 Mitarbeiter. Das bedeutet für die Mitarbeiter ein kurzfristiges Einspringen. Wer also gesund ist, nicht abgesondert ist, nicht positiv getestet ist, muss immer wieder kurzfristig einspringen.
Die Dienstplaner müssen täglich, teilweise stündlich, die Dienstpläne überarbeiten, adaptieren und andere Mitarbeiter aus der Freizeit zurückholen. Wir haben eine ständige Reorganisation aller Krankenhäuser, quer über alle Ebenen, über alle Berufsgruppen. Es trifft alle Berufsgruppen. Wir haben in den Krankenhäusern ca. 100 verschiedene Berufe und es ist eine besondere Herausforderung, dass alle Bereiche funktionieren. Das Operationen verschieben ist eine Riesenbelastung, nicht nur für die Mitarbeiter, die dann umorganisieren müssen, auch für jene, die zum Telefon greifen müssen und die Patienten oder Angehörigen darüber informieren, dass eine vielleicht schon einmal verschobene Operation wieder verschoben werden muss. Und auch das Ambulanztermin verschieben ist eine Riesenherausforderung. Ich darf mein Eingangsstatement damit enden, dass ich mich in aller Form und mit großer Achtung bedanken möchte bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser für das Durchhalten in den vergangenen 2 Jahren, für das unglaubliche Teamwork, für die hohe Flexibilität, für den gewaltigen Einsatz, auch für diese gewaltige Einsatzbereitschaft und einfach die uns allen Krankenhäusern innewohnende hohe Professionalität, auf die wir alle stolz sein können. Danke an die Mitarbeiter, verbunden mit 3 Bitten. Die eine Bitte auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einfach die Bitte ums Durchheben, auch die nächste Phase, wie lange sie auch immer gehen wird, einfach, dass wir für unsere Aufgabe, für unsere Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Bei den Patienten, bei deren Angehörigen, Verwandten, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir im Moment wieder Operationen absagen bzw. verschieben müssen, wie auch Ambulanztermine oder andere Krankenhauskontakte. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Wir unternehmen alles, dass notwendige, dringliche Eingriffe, Beratungen stattfinden. Aber das wäre die zweite Bitte. Und die dritte Bitte geht an alle Vorarlbergerinnen, an alle Vorarlberger. Unabhängig von rechtlichen Vorgaben, es ist einfach nach wie vor das Beste, wenn man sich selber vor einer Corona-Erkrankung schützt. Und das geht am allerbesten, am einfachsten, mit Abstand halten, mit Maske tragen, mit Händedesinfektion.